Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei Raft mit eurem Bobers und wir fahren auch sofort los. Ich habe, wie gesagt, nochmal eine Kiste hergestellt. Ich habe die Sachen hier jetzt mal rausgenommen, ohne dass ich jetzt irgendwas wieder rein habe, dass das einfach mal ein bisschen holzsparend ist, weil ich brauche nämlich wirklich Holz und vor allem brauche ich Palmblätter ohne Ende. Ich habe ein paar Einstecken. Deswegen habe ich das jetzt schon hier, aber ich wollte Netze machen. Hier, genau, die Sammelnetze wollte ich machen. Deswegen schaue ich mal, wie viele Netze ich machen kann. Naja, gut. Es sind halt gerade mal zwei, die ich machen kann. Nägel brauche ich noch. Aber es schwimmen ja auch noch ein paar Sachen mit rein, ne? So ist es ja nicht. So. Von daher können wir schon mal zwei Stück machen. Ein drittes wäre super. Deswegen sammle ich jetzt halt einfach mal den Loot ein bisschen ein, der hier so reinkommt. Zack, hab dich. Ja, Fässer kommen auch rein. Ich muss auf jeden Fall noch... große Insel. Achtung, bitte einmal Schwenk. Ich muss aber auch ganz kurz hier natürlich noch die Palmen holen. Ich hole auch nur die Palmen jetzt. Was anderes mache ich jetzt nicht. Also natürlich auch das Fass, ist klar. Wobei, das könnte sogar ins Netz gehen. Gehst du ins Netz? Oh, du gehst ins Netz, das ist schön. Einmal bitte stark nach rechts, danke. Wobei, wir könnten da drüben ganz gut ankern. Hier an der Stelle, wo ich jetzt gerade mein Fadenkreuz habe. Ich denke, das wäre ganz gut. Ich fahre mal dahin. Schwimme währenddessen schon mal, dass ich die Fässer da hole. Platz habe ich eigentlich. Ich kann noch Seile herstellen. Ach, perfekt. Kann ich hier gleich nochmal eins bauen. Herrlich. So, du musst nur aufpassen, dass du nicht dagegen fährst, ne? Ich sag's dir. Das wäre nämlich ganz übel. Lieber wieder zurück. So, aber Essen, Trinken technisch bin ich auf jeden Fall noch gut beieinander. Da habe ich jetzt nichts. Ist auch eine Vogelinsel. Was mich jetzt halt nicht stört, ist klar, weil ich jetzt halt nicht gegen den kämpfe oder so. Aber ist auf jeden Fall eine große Insel. Und ich denke, dann werden wir auch hier den ein oder anderen Schatz können wir nicht finden, weil wir nicht suchen können, ne? Aber ich werde hier vielleicht noch den ein oder anderen Google hier ertauchen können. Und vielleicht... Ich glaube, das Wildschwein greift einen trotzdem an, ne? Ich glaube, das greift trotzdem an, wenn es ich angreife. Und auch der Vogel, der greift mich an, wenn ich ihn angreife. So, ich würde sagen... Das passt so. So, ich drehe einmal das Ganze hier nach vorne. Müsste ungefähr passen. So, dann ist allerdings, dass ich jetzt erstmal was esse, weil sobald ich jetzt schlafe, werde ich wahrscheinlich wieder Hunger und Durst haben. Deswegen mache ich das jetzt mal so. Einmal mit Wasser zumindest voll, dann legen wir uns hin zum Schlafen. Genau, dann kann ich meinen Fisch essen. Zack. Kann noch mal einen Schluck trinken. So, dann kann ich hier gleich wieder nachfüllen. Es reicht auch ein Wasserspender normalerweise. So, dann habe ich drei Netze. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 auf der Seite. Und 2, 4, 6, 7 auf der. Okay, dann kommt hier noch eins hin. Da drüben tue ich zwei hin. Zack, dann passt es. Dann machen wir mal das Geschenk auf, weil das ist ja auch wieder ein Platz, ne? Du hast gelernt, Motivational Quote. Also das sind diese Schilder, die man an die Wand hängt, wo dann irgendwas draufsteht von wegen, was für ein toller Tag oder beginn den Tag mit einem Lächeln. Irgendwie solche Sachen stehen da drauf. Yes, ist das schön, ey. So, vor allem tauchen. Gut. Ich werde jetzt erst einmal hier so ein kleines bisschen, obwohl den Loot werden wir so fangen können, wenn wir geradeaus fahren. Das ist jetzt kein Problem.
Und hier kann ich jetzt eben tauchen und... Ja. Ich tue jetzt aber auf jeden Fall auch einmal das Paddel weg, ne? Weil ich schleppe die ganze Zeit dieses blöde Paddel mit mir rum. Das brauche ich überhaupt nicht. Ich habe einen Ersatzhaken. Ich habe auf jeden Fall noch Holz. Ich habe aber auch Kunststoff noch irgendwo da. Ich könnte eigentlich mal... Nochmal, das tust du hier rein. Ich könnte eigentlich mal noch ein paar Podeste herbauen. Das wäre mal nicht schlecht. Zum einen, was habe ich jetzt gesagt? 2, 4, 6, 8 Stück. 8 und 8. Wir sind bei 16, 17, 18 Stück, die wir haben. Ne, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt muss ich schon wieder zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Haha. Okay, mir fehlt noch eins. Wie viele Seile? Okay, mir fehlen 5 Seile. Lasst uns doch mal noch schnell Seile suchen. Da müssten eigentlich hier noch ein paar Palmblätter. Ansonsten gehe ich halt auf die Insel, das ist doch egal. Warte mal, die Kiste vielleicht, da könnten welche drin sein. Alles ist ja wichtig. Hier unten werde ich wieder nur Dings farmen. Die Kisten und Eisen und so weiter. Dann schwimmen wir halt einmal darüber. Ist ja egal. Hier komme ich eh nicht her, also das Zeug kann ich dann auf jeden Fall mitnehmen gleich. Auch das Fass hier kann ich nicht mitnehmen. Ich muss mir dann auf jeden Fall einen Speer machen, dass ich den Kugel jagen kann. Weil dem sein Zeug brauche ich auf jeden Fall, dass ich dann lernen kann. Ich muss vor allem auch schauen, dass ich eine Schaufel herstelle. Weil jetzt kommt große Insel. Jetzt muss ich... Oh, die ist wirklich groß. Jetzt muss ich wirklich gucken, dass ich hier so viel wie möglich auch mitnehmen kann. Es wäre super. Alles, was ich hier finde, muss ich mitnehmen, dass ich eventuell auch den... Naja, den Pieper kann ich nicht herstellen. Ah, den Pieper, da brauche ich irgendwie... Das ist ein Erfolg auf einem von den Islands. Aber ich kann auf jeden Fall hier ganz viel Zeug mitnehmen. Früchte. Hier würde ich sogar fast sagen, ich fange schon an mit den Blumen. Müsste ich halt nur nochmal eine Kiste herstellen. Also um die Insel rum werden wir definitiv viel finden. Gut, das ist schon mal, dass der Vogel nicht angreift, ne? Das sind nur Blumenzeugs. Ah, da ist schon eine Höhle, ne? Kann ich aber nicht farmen. Melonen. Warte mal. Wasser brauche ich eigentlich keins. Wie ist es mit den Kokosnüssen? Ja, die kannst du essen, die zwei. Oh Mann. Gerade bei solchen riesigen Kisten, ne, das ist dann... Ja, wenn ich hier schon bin, dann sammle ich das jetzt gleich mal. Ich habe den Vogelschatten gerade gesehen. So, hier irgendwas? Ne, das sind nur Blumen. Da vorne noch irgendwie Ananas oder... Alles, was ein Lebensretter sein kann, ne? Oh, Bären. Cool. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die erforschen muss. Die Bären. Ich glaube aber nicht. Das erste Huhn. Das erste Huhn. Oh Mann. Und es ist ein braunes, oder? Bist du braun? Na, ist egal. Ist egal. Und solange ich den Kugel nicht habe, kann ich kein explosives Pulver herstellen. Solange ich kein explosives Pulver habe, kann ich keinen Dings herstellen, keinen Schussapparat und auch kein Fangnetz. Also von daher... Oh,
Hätte ich fast den Baum hier übersehen. Der ist auch echt zu übersehen, ne? Hey Mann. Ich bin jetzt schon fast voll, ne? Ich schau mal, ob ich da hochkomme. Habe ich da zufällig noch Eisen? Also hier werde ich viel tauchen. Da werde ich echt viel tauchen müssen. Ganz klar. Da komme ich wahrscheinlich nicht hoch, ne? Ich muss von der anderen Seite. Ah, doch. Geht sogar. Cool. Da ist nichts, aber ist egal. Dann gehen wir erst einmal da nach oben. Ananas habe ich eh schon einstecken. Ich habe halt jetzt nur einen Haken, ne? Das ist kein Baum zum Fällen. Da ist die Höhle. Da drüben sind noch Bäume. Also die Frage, ob ich das mitnehmen kann, das Zeug. Ich bin nämlich schon sehr voll. Ich will bloß dann nicht nochmal nach oben. Also hier gibt es auf jeden Fall eine Wildschwein. Oioi. Also gut, gehen wir mal nach oben. Bäume kann ich auf jeden Fall noch fällen. Ich muss halt dann später vielleicht nochmal nach oben. Ist, naja, kann ich nicht verhindern. Tauchen muss ich wahrscheinlich auch einige Male. Ganz klar. Früchte? Nein. Da, Beeren. Cool. Da, Kiste. Kommt jetzt drauf an, ne? Wenn ich jetzt halt... Dann schmeiße ich lieber dann die Samen weg von... Schmeiße ich dann lieber die Samen hier weg. Und ich mache mal die Seile. Dann kann ich nämlich hier wieder aufsammeln. Okay. Das war irgendwie Glas. Das Rezept für Deluxe-Wells. Ich kann sogar nochmal ein Netz herstellen. Soll ich das gleich machen? Ich bräuchte noch ein Seil, ne? Dann könnte ich sogar zwei herstellen. Ananas, die ich nicht aufnehmen kann. Super. Super duper. Ach nee, die Samen kann ich nicht aufnehmen. Ja, okay. Ananas-Samen, nee, die brauche ich nicht. Die brauche ich nicht. Die Ananasen kann ich essen. Das sind nämlich jetzt nur... Oh, die Kokosnuss kann ich auch essen. Das ist gut, weil dann habe ich das nämlich schon mal wieder am Platz. Gut, dass man die nicht schälen muss. Oh Mann. Und die Axt ist auch bald durch. Also ich komme nicht drum rum, dass ich wahrscheinlich wieder runtergehe, bevor ich dann hier oben weitermache. So, nochmal Palmblätter. Dann mache ich mal hier nochmal Seile. Ich kann, wie gesagt, derzeit auch gleich... Weil ich habe nämlich nur genau diese vier Nägel einstecken. Das wäre cool, weil dann hätte man nämlich... einen Platz schon wieder. Oder? Nö, nicht wirklich, ne? Naja. Ach, dann schnappe ich mir noch die Beeren hier, die ich noch finde. Da waren auch noch mal welche. Kann es sein, dass da... Nee, das war eine Möwe. Ich habe jetzt gedacht, am Horizont hätte ich jetzt gerade noch mal irgendwas gesehen. Inselmäßig oder so. So, hier haben wir Blumen... Bäume, da geht's wieder runter. Also die Insel ist schon riesig, ne? Das sind ganz viele Bäume noch zum Fällen. Warte mal, dann fäll ich jetzt mal dich noch. Und damit ist die Axt nämlich auch durch. Also fällen kann ich jetzt halt eh nichts mehr. So. War da jetzt eine Ananas? Nee, das war ein Blatt. So, Schiff, wo bist du? Da. Also wir müssen nochmal hoch. Komm ich nicht drum rum. Einmal hier runterklitschen. Einmal hier durchtauchen. Ich könnte vielleicht, weil ich ja den Haken auch noch habe, gleich Metall noch mitnehmen. Oder Schrott besser gesagt.
Hat jetzt der Vogel mich angegriffen oder was war das für ein Geräusch? Keine Ahnung, ne? Oder es war einfach, weil ich so ein bisschen über Wasser gekommen bin, ne? Hat so komisch gekluckert jetzt. Ne, Ton lasse ich. Ich nehme aber auf jeden Fall Algen mit. Da wollte ich mir im Übrigen sowieso jetzt dann mal was herstellen. Sammeln wir hier schon mal klar. Oh ja, das sind die blauen Algen. Ich habe aber keinen Platz mehr. Und hier ist dann auf jeden Fall auch so ein Guckel. Ja, ja, ist ja in Ordnung. Also gut, räume ich mal aus. Essen. Hier rein. Noch irgendwas? Ja, die Beeren kommen hier rein, aber die tue ich vielleicht hier unten mit rein. Dann habe ich die Samen. Ich habe den Clipper. Ich habe auf jeden Fall die zwei Netze noch. Da könnte ich jetzt halt auch mal da vorne dran die Netze machen. Das war einmal hier und einmal da. Weil dann haben wir nämlich hier keine Lücke mehr. Sieben genau und da fehlt dann noch eine. Ne, das sind acht und da sind sieben. Also da fehlt dann nochmal eine. Genau, von daher könnte ich jetzt halt hier mal noch ein Ding hinmachen. Dann weiß ich, okay, hier muss noch ein Gitter hin. Ich muss sowieso ein bisschen verbreitern, vergrößern. Weil das Problem wirklich ist, dass ich sonst nichts stellen kann. Es ist natürlich noch bei weitem nicht das, was ich machen möchte. Vielleicht ziehe ich da vorne nochmal. Wie viel Kunststoff habe ich denn noch? Ich habe schon noch einiges. Ne? Oben kann ich auf jeden Fall auch noch Bäume machen. Okay, jetzt fehlt mir der Kunststoff. Ist aber egal. Weil den habe ich ja ganz klar beim ersten Mal gleich gefunden. Hier in dieser Kiste. So, jetzt habe ich da aber auch eins dran, ne? Na gut, ich verräume jetzt einmal ganz kurz das Zeug. Und dann mache ich es wieder Tag. Oder besser gesagt, ich werde ein bisschen angeln und dann mache ich wieder Tag, dass wir da am Tage beieinander sind. Das ist äußerst, das ist mehr sinnvoll, als jetzt hier des Nächtens rumzuschleichen. So, jetzt habe ich die Angel durchgeangelt und ihr seht ja meine Beute hier an, unten in der Leiste. War auf jeden Fall einiges mit dabei, was wir uns schön durchbraten können. Das ist doch super. So, ich tue das jetzt alles mal schön hier rein. Die Dinger sind leider noch nicht gewachsen. Ich tue jetzt auch mal meine Flasche hier rein. Obwohl, ich muss jetzt erst einmal... Ach ja, stimmt, die habe ich ja auch gefangen. Die Flasche hier. Die ja mittlerweile auch eine Flamme hat. So, warte mal, die stelle ich genau neben die Katze. So, passt. Es ist zwar toll, dass die Katze brennt, auch wenn die Fluten drüber gehen, aber okay. So, ich fülle mich jetzt erst einmal ein bisschen voll. Einmal kurz zack und zack. So, dann können wir hier nachfüllen. Dann würde ich sagen, schmeiße ich die Flasche hier erst einmal mit rein, weil die brauche ich jetzt nicht. Haken habe ich. Ich würde sagen, ich hau mir das Essen hier rein. Ich weiß nicht, ob das jetzt sehr viel bringt. Also ein Kochtopf wäre demnächst auch mal nicht schlecht. Naja gut, wir sind fast voll. So, Ersatzhaken habe ich. Ich brauche eine Axt. Ich habe natürlich alles weggeräumt, ist klar. Wir brauchen Planken. Wir brauchen Seile, die wir nicht haben. Verdammt. Aber ich habe hier auch nirgends welche rumschwimmen, ne? Oh Mann, kann ich mir wenigstens eine Steinaxt machen? Das wäre ja auch schon mal was. Zwei Seile brauche ich da. Drei Steine und da habe ich genug. So, drei Steine. Dann nehme ich erst einmal halt die Steinaxt. Ist ja egal. So, dann wollte ich eine Schaufel herstellen. Für die Schaufel brauche ich zum Glück keine Seile. Aber ich brauche Bolzen, die ich hier drin habe. Oder besser gesagt, einen Bolzen. Und einen Metallbarren. Dann kann ich mir nämlich gleich eine Schaufel noch herstellen. Das ist gut. Dann kann ich die Erde holen. Ansonsten
Haken habe ich, wie gesagt. Den brauche ich ja dann zum Tauchen. Dann kann ich eigentlich los. Aber wir müssen jetzt erst einmal noch auf die Insel. Da fälle ich dann nämlich erst einmal die Bäume noch, die hier auf der Seite sind. Ja, hier muss ich halt noch sehr viel. Also ich denke mal, dass die Insel auf jeden Fall ein paar Parts lang wird. So, ich kann vielleicht dann auch gleich die Erde holen. Mal schauen. Jetzt hole ich erst einmal die Bäume, an die ich rankomme. Weil dann kann ich nämlich gleich wieder mit dem Zeug mir die Eisenaxt dann herstellen. Wobei ich jetzt das Zeug natürlich in der Kiste gelassen habe, ne? Ganz geschickt. Hätte ich mitnehmen sollen. So, ist da unten... Da ist auch noch ein Baum. Da ist noch ein Baum. Da vorne sind noch mal zwei. Da schwirrt der Vogel rum. Irgendwo hier müsste doch auch eine Wildsau rumschwirren, oder? Keine Ahnung. Sehen tue ich jetzt erstmal keine, aber normalerweise ist hier auch ein Wildschwein unterwegs auf so einer Insel. Ein Huhn haben wir ja schon gesehen. Oh Mann, und ich würde Zucker nach dem Schatz suchen, ehrlich. Aber wir schauen dann mal, was wir noch erforschen können, weil das ist nämlich jetzt dann einiges mit dem Sprengpulver. So, und dann die Erde habe ich ja dann auch. Das heißt, ich kann dann auch schon anfangen mit den Weideflächen. Wir können mit Sicherheit auch einen Dingsen herstellen, einen Sprengler und sowas. Ja, das wird schon. Ich laufe jetzt erst einmal dahinter, bevor ich wieder zurücklaufe. Da gehe ich dann später tauchen. Da haben wir die Höhle. Oh, da haben wir ein Hühn. Ein rotes. Ich will es haben. Ich will beide haben. Ich will auch das, was da oben ist, haben. Aber ich glaube nicht, dass da so viele Googles rumschwimmen, dass ich da zum einen erforschen kann und zum anderen dann auch noch die Geschosse herstellen kann. Ups, du brauchst nicht hauen. So, da haben wir schon mal die Erde, die erste. Oh, Pilz. Oder? Nee, nochmal Erde. Oder Dreck, wie auch immer. Pilze, jawohl. Wenigstens braucht man dafür kein Werkzeug. Jetzt weiß ich halt nicht, ob da vielleicht noch eine zweite Höhle auch ist. So, da waren wir. Da drüben waren wir auch. Das heißt, im Grunde kann ich jetzt ja nochmal quer rüber. Oder warte mal, ich gehe nochmal hinauf. Weil da war ich, glaube ich, dann schneller. Ich weiß es jetzt nicht. Nicht, dass ich da auch irgendwas vergessen habe. Ich gehe nochmal hoch. Ist ja egal. Mein Rumlatschen muss ich jetzt eh Ewigkeiten. So, Dreck findet man hier oben nicht. So, die Bäume habe ich weg, bis auf diese beiden. Okay. Das waren dann die zwei. Die müsste ich auf jeden Fall noch fällen können. Und danach wird es dann schon... Ups. Danach wird es dann schon schwieriger. Aber ich würde gerne mit euch auf jeden Fall diese Insel hier heute noch zumindest oben abfarmen. So, da war sonst nichts weiter. Da geht es wieder runter. Da hinten sind keine Bäume. Dann würde ich sagen, gehe ich mal hier runter. Mal schauen, vielleicht gibt es doch eine zweite Höhle und ich weiß es nur nicht. So, von da sind wir gekommen. Dann hole ich mir mal schnell den Baum hier und dann ist, glaube ich, links hinten auch noch mal einer.
Aber jetzt kann ich mir auf jeden Fall die Eisenachse noch machen. Ja, da sind nochmal zwei Bäume. Ja, das wird wahrscheinlich nicht reichen. Das ist vielleicht noch für die einen. Und? Ja, und damit ist die kaputt, ne? Eisenaxt. Ja, und Bolzen kann ich jetzt leider nicht machen. Hätte ich eine Kiste gefunden, in dem sowas drin wäre, wäre es super gewesen. Aber okay. Hammer nicht. Hammer nicht. So, dann gehe ich mal ganz kurz hier unter Wasser und schaue, ob ich da irgendwas wegpflücken kann. Seetang ist auf jeden Fall schon mal was. Ich brauche auch, ich muss auch schauen, dass ich mir Pfeil und Bogen herstelle, weil ich denke mal, dass ich den Blubberfisch am besten mit Pfeil und Bogen mache. Da ist nichts weiter. Okay, da ist noch eine blaue Alge, die hole ich mir gleich, bevor ich die irgendwie vergesse. Ist ja schön, dass die so nah am Ufer ist, ne? Und vor allem ist es seltsam, dass man die mit dem Haken abbaut. Ich baue aber nichts tonmäßig jetzt halt ab oder sowas. Das bleibt jetzt halt außen vor. Weil irgendwo sollte ich es brauchen, werde ich es farmen. Aber aktuell habe ich jetzt halt genug. Steine, Steine, Steine. Brachfläche. Okay, vielleicht habe ich aber hier nochmal Glück mit einer blauen. Da vorne ist, glaube ich, einer. Nee, das war ein Blatt. Da schwimmen halt so Blätter jetzt mittlerweile auch in den im Wasser rum. So. Oh, ja. Entschuldigung. Dann sammeln wir halt einmal das Zeug hier oben noch ein. So. Die Nachbarn schreien so laut unten auf der Straße. Sekunde. Anscheinend ist da irgendeine Demo da unten, keine Ahnung. Die blägen doch ein Megafon, deswegen war das auch so, als würde die neben mir stehen. Das war gerade etwas beängstigend. Ich meine, ich finde es ja richtig, dass sie auf die Straße gehen, gerade was Fremdenhass und sowas angeht, dass man hier dagegen vorgeht, dass man Farbe bekennt, finde ich super. Aber ich glaube, das ist jetzt halt einfach eher nur so wahlkampfmäßig gerade im Moment, was die da machen. Oh, da ist nochmal eine blaue. Schön. Ja, du ringst gleich schon wieder um Luft, ne? Da ist aber auch kein Metall jetzt gerade im Moment, was ich sehen würde. Ja, ist ja in Ordnung. Ich werde dann schon nochmal rumschwimmen ein bisschen. Weil da unten, da wird eine Kiste sein, vermute ich mal. Der Haken ist durch. Ah, da ist der Fisch. Aber wie gesagt, der Fisch, der bringt mir jetzt ja gerade nichts, wenn ich den nicht abschießen kann. Deswegen mache ich jetzt halt hier nochmal das Eisen. Ich mache die Pflanzen gerade nochmal. Weil die Stelle ist ja hier wirklich sehr offensichtlich. Da schwimmen wir dann auch wieder her. Ach ja, ist ja in Ordnung. Jedenfalls, der greift mich ja nicht an, der Kugel. Das ist ja, ich glaube, der greift wirklich nur an, wenn ich ihn angreife, aber da bin ich mir jetzt halt auch nicht mehr sicher, ob das jetzt halt der Fall ist. Da hätten wir mal Metall. Da hätte ich mal ein Eisen. Da habe ich noch ein paar so Pflanzen, das ist gut, weil ich wollte mir ja sowieso, da sollte man dran denken, ey, unbedingt. Wenn ich das nächste Mal runtergehe, dass ich dann gleich mit Flossen bewaffnet und Tauchermaske. Ja, ja, ich bin gleich oben. Ah, sind wir sogar direkt beim Schiff. Na, das ist doch perfekt. So, also, schauen wir mal.
wir brauchen. Zum einen möchte ich die Axt ja machen, ne? Das heißt, ich brauche jetzt den einen Bolzen nochmal, den ich jetzt wohin habe. Wo habe ich den jetzt hin? Ich hatte den doch. Ach, da habe ich wahrscheinlich die Schaufel ja hergestellt, ne? Ich blödi. So, dann nehmen wir das da halt. So, einmal Bolzen. Dann haben wir wieder eine Metallaxt. Bin ich froh. So, wir tun Schrott rüber. Wir tun natürlich die Kochzutaten, die exotischen, tun wir jetzt hier mit rein. Mal, die Flasche werde ich wahrscheinlich dann auch gleich brauchen, dass ich mich dann wieder vollfülle. So, dann haben wir hier Mango, wir haben Coconut, Samen, Erde. Moment, die Erde muss ich dann gleich mal erforschen. Lernen. So, damit haben wir die Wiese. Und die Wiese war... Okay, zwei Schmutz, okay. Das ist kein Thema, da können wir uns sogar dann was herstellen. Aber was noch wichtiger wäre, wäre jetzt zum einen der Sprinkler. Den können wir uns machen, weil das Zeug haben wir auf jeden Fall. Wir bräuchten eine Batterie. Die habe ich hier. Können wir uns auch herstellen. Leiterplatte ja sowieso. Ja, das ist cool. Dann können wir uns das alles herstellen. Dann muss ich nur anhand von dem Holz, was ich jetzt halt noch so habe. Ja, ich muss auch unbedingt mal ein Nest herstellen, Mensch. Wo ist denn das Nest? Nest? Oder habe ich das noch gar nicht erforscht? Das Nest habe ich doch schon erforscht, oder? Glaube ich zumindest. Wo war denn das? Da war es nicht. Da war es nicht. Tauche erst recht nicht. Eigentlich doch hier dann. Ich hätte jetzt echt gedacht, ich hätte das Nest schon erforscht. Moment. Dann. Halt, Muschel hast du da rein. Nee, hast du nicht da rein. Wo hast du denn die Muschel rein? Verdammt. Ja, das geht schon wieder los mit meiner Ordnung, ne? Erforscht. Doch. Dann habe ich es jetzt halt bloß nicht gesehen, ne? Ja, wie häufig baue ich dieses blöde Nest? Da, Vogelnest, da ist es doch, Mensch. Eine Muschel, Planken, Palmblätter. Palmblätter, die sind mir halt echt wichtig, ne? Ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt die Feder... Die Feder brauche ich für Hängematte. Auch für Steinpfeile, ne? Das ist, glaube ich, ein Steinpfeil. Nee. Bogen und Pfeile. Das ist der Steinpfeil. Dann ist das der Metallpfeil. Weil es ja da das Metall mit dabei ist. Okay, brauche ich nicht unbedingt. Das ist der Netzkanister. Da brauche ich das explosive Pulver. Pinsel... Heilsalbe. Rucksack, da brauche ich ja sowieso die Lamas. Nee, ich brauche jetzt die Feder nicht unbedingt. Also lasse ich das jetzt mal. Aber wir können auf jeden Fall ein Ding herstellen. Einen Bogen. Dafür brauche ich noch zweimal Hübsklipper. Und ich brauche einen gebolzten. So, damit habe ich den Bogen schon mal. Das ist gut. Dann lasse ich den nämlich da drauf. Ich denke, dass ich die Schaufel dann da lassen kann. Ich tue mal alles nach oben. So, dass ich das ein bisschen besser im Blick habe. Also. Muschel kommt wieder zurück. Plastik kommt hier noch mit rein. Wir haben die Bretter, die kommen da mit rein. Die Erde tue ich jetzt auch mal damit rein. Dann haben wir den Seetang. Wir haben die Baumsamen. Die habe ich hier drin. Haha, die kann ich nicht alle reintun. Tututu. Oh, plötzlich hören die Wellen auf. Ganz seltsam. Aber okay, ich wollte jetzt sowieso aufhören. Also insofern ist es schon in Ordnung.
Ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr ein Like da lasst und Kommentare. Und natürlich auch ein Abo nicht vergessen, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Würde mich freuen, würde mich supporten. Und ihr bekommt ja jedes Mal Bescheid dann, wenn ich einen neuen Part hochlade. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.